Jo Leute, meine erste Nacht hier im Kloster von Antaiji. Ich bin irgendwo im Nirgendwo, in den Bergen. Und ja, was kann ich sagen? Es schneit hier. Es hat hier geschneit, es hat auf dem Weg hier hingeschneit. Und ich bin sehr gut angekommen, wobei ich sehr früh losgefahren bin. Ich bin ja heute Morgen schon um 5 Uhr in Kenoji weg, damit ich den Zug pünktlich kriegen konnte. Und ja, es war sehr schön. Wir hatten eine kleine Einführung und es gab auch ein kleines Abendessen. Es ist sehr kalt hier. Und morgen das Sazen, also die Sitzmeditation, findet ohne Socken statt. Aber wir dürfen uns Decken mitnehmen, habe ich gehört. Ja, ansonsten, ich gehe jetzt erstmal schlafen, weil ich habe die letzte Nacht nicht geschlafen. Ja, gute Nacht, bis später. Nun ja, das ist wohl das Zeichen fürs Aufstehen. Irgend so ein armer Irrer läuft hier um 3.45 Uhr mit der Glocke über den Flur. Auch das Stampfgeräusch über die Dielen, allein deswegen wird man schon wach. Ja, und dann hat man eine Viertelstunde Zeit, um seine Notdurft zu verrichten, denn ich weiß, dass ich die nächsten 2 Stunden nicht auf Toilette gehen werde. Also noch schnell Zähne putzen und dann geht's los in die Hondo-Halle. Denn da sitzen sie wahrscheinlich schon alle. Punkt 4 geht nämlich die Meditation los. Alles ist irgendwie in so einem, naja, wie bei Kerzenlicht. Also das Licht ist ganz, ganz runtergedimmt, deswegen sieht man ja auch kaum was. Es war auch sehr, sehr schwierig hier aufzunehmen, denn eigentlich sind Aufnahmen hier so gut wie gar nicht möglich. Denn man muss sich hier auf die Praxis konzentrieren. So ist das hier in den Bergen. Der ganze Tempelbereich ist komplett umgeben von Bergen und man bekommt gar nicht so mit, was so außerhalb passiert. Und hier lasse ich mir dann doch nochmal erklären, wie man sich richtig hinsetzt bei der Sazen-Meditation, denn die ganze Angelegenheit ist recht schmerzhaft. Also nach etwa 20 Minuten hält man es eigentlich kaum aus und der Körper wehrt sich mit allen Mitteln dagegen, um aus dieser Position herauszukommen, und deswegen ist das schon vom Vorteil, wenn man gescheit sitzt. Sauber gemacht wird hier eigentlich jeden Tag, also erst um 4 Uhr meditieren, dann um 6 Uhr frühstücken und dann gibt es eine halbe Stunde sauber machen. Das Saubermachen nennt sich Soji und gehört irgendwo auch zu der Zen-Praxis dazu. Dieses Saubermachen hier nennt sich Osoji, also großes Saubermachen, und das findet statt jeden Monat, bevor die Sechen-Meditation beginnt. Und Sechen ist die Meditation, die 5 Tage dauert, also morgens 4 Uhr hierhin hinsetzen und abends geht man dann um 9 Uhr hier raus und geht am besten wieder schlafen, denn den folgenden Tag sitzt man dann auch hier vor dieser Wand und guckt dann die ganze Zeit davor. Das geht dann 5 Tage und irgendwann fängt man sich dann an zu fragen, wofür man das Ganze denn überhaupt macht. Der normale Tempelalltag besteht aus Arbeiten, und in einer kleinen Sitzung hier wird jeden Morgen die Arbeit verteilt. Heute bin ich in der Gruppe, die für das Holz zuständig ist. Holz ist auch sehr, sehr wichtig. Das braucht man für das warme Wasser zum Duschen nach dem Arbeitstag, aber vor allem auch zum Kochen. Jeder macht hier eigentlich immer das, was er am besten kann, und so werden auch die Arbeiten verteilt. So macht jeder irgendwie was anderes. Hauptsächlich wird aber im Sommer eher die Feldarbeit verrichtet. Und hier seht ihr mich den Elektrozaun aufstellen, denn regelmäßig kommen hier Wildschweine vorbei und fressen die Hälfte der Ernte weg. So, jetzt machen wir wieder Pause. 10 Uhr ist immer Pause. 2 Stunden Arbeit und danach machen wir nochmal 2 Stunden. Und dann gibt es Mittagessen. Und für diese 10 Uhr Pause hat dann der Koch meistens schon irgendwelche kleinen Snacks vorbereitet. Es gibt vor allem viel Tee, denn es ist immer auch sehr, sehr kalt.
Es ist auch die Zeit, wo man dann auf Toilette geht, denn man entfernt sich in der Regel nicht von der Gruppe und bleibt immer zusammen. Das hier sind jetzt so unsere Reisfelder und zum Reisanbau gehört mehr als nur den Reis zu pflanzen. Man muss nämlich jeden Tag mindestens eine Tasse Reis von Steinen befreien. Yeah, I never saw this before. I just buy rice in the big bags. Und der Reisanbau ist dann doch sehr viel komplizierter, als ich anfangs angenommen habe, denn es gehört eine sehr, sehr intensive und zeitaufwendige Prozedur im Vorfeld dazu, bis die Sprösslinge erstmal Triebe kriegen und bis man den Reis überhaupt einpflanzen kann, dann muss er wieder geerntet werden und so weiter. Und hier rechts sieht man in unseren Aufenthaltsraum, also es ist der Raum, wo wir nicht nur frühstücken, sondern auch so die restlichen Stunden oder beziehungsweise die Stunde, es bleibt ja nicht so viel Zeit, bevor man zu Bett geht, wo wir dann alle zusammensitzen und uns nochmal ein bisschen entspannen von dem harten Arbeitstag. Also interessant ist, dass man hier recht schnell den Bezug zur Außenwelt verliert. Also ich konnte schon bereits nach dem dritten oder vierten Tag gar nicht mehr sagen, welcher Wochentag es ist. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass die hier eine eigene Woche haben. Also die Woche hier besteht aus 5 Tagen. Davon sind die ersten 3 Arbeitstage. Der 4. Tag ist der Session-Tag, an dem meditiert man lediglich. Also man meditiert 10 Stunden lang. Und dann ist da der 5. Tag und an dem muss man nicht meditieren. Das ist der freie Tag sozusagen. Da kann man machen, was man will. An dem Tag kommen auch die Neuankömmlinge hier an. Und die werden dann eingewiesen in alles, bekommen dann gesagt, wie die Sachen hier funktionieren und wie man sich zu verhalten hat. Während meiner Zeit hier im Tempel war es leider am schwierigsten gewesen, die interessanten Momente aufzunehmen mit der Kamera. Also man war ja immer in den Prozess integriert und man musste halt alles mitmachen, sonst wäre man rausgeflogen. Aber hier könnt ihr mal sehen, wie so ein Abschluss eines Sessions aussieht. Und nach dem Session gibt es auch traditionsgemäß ein schönes, großes Essen, im Freien am besten. Und alle sind froh, dass das alles vorbei ist. Oh ja, verschwiegen habe ich euch, dass ich in den 5 Wochen, wo ich hier war, den Zen-Garten für den Tempel gemacht habe. Das könnt ihr dann in der nächsten Folge sehen.